Wunderbar. Geht's auch gleich weiter. 25. Was ist dir denn passiert, Bram? Du bist so klein. Oh, mein Urlaub. Ich habe mich zu lange in der Sonne entspannt und viel Wasser verloren. Jetzt bin ich geschrumpft und nicht groß genug, um an den Herd in meiner Küche zu kommen. Ah, ich habe eine Lösung für dich, damit du wieder Normalgröße werden kannst. Es ist ein Zaubertrank, den Locke mir beigebracht hat. Jeder, der ihn trinkt, wird magisch größer. Das klingt interessant. Ich brauche einen Testtrank für dich. Hammer gemacht, deswegen habe ich zwei gekauft. Hier, trink den Gulliver Zaubertrank. Gluck, gluck, gluck. Und jetzt trink einen Eimer Wasser. Gluck, 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 gluck. Gut, obwohl die Wirkung des Tranks nachlässt, sorgt das Wasser dafür, dass seine Haut elastisch bleibt. Ich bin wieder normal groß. Arco, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Oh doch, ich weiß wie. Hier, eine Kochschürze. Ich nenne dich zum offiziellen Helfer. Als Dank für alles, was du für mich getan hast. Super. Ich habe im Moment keine Aufträge. Komm schon, ernsthaft. Das ist ein bisschen lame. So, habe ich irgendwelche... Ja, super. Ah, Brot kann auch weg. Egal. Die Pilze brauche ich auch nicht. Ich behalte aber trotzdem mal 10 Stück mindestens. Man weiß nie. So, von denen kann ich eigentlich auch noch mal ein paar verkaufen. Was will er noch haben? Ja, von denen, guck mal, wir haben über 100, fast 100 Stück. Kirschen kannst du auch ein paar haben. Rest bleibt bei mir. Jawohl. Supi. Gut, 85% Bram, 80% Lockers, Leute, die können uns besuchen, die noch nicht. Und ich brauche Fliegenpilze. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht... Ich glaube aber nicht, dass der die verkauft. Nein. Oh. Oh, es ist doch unglaublich. Ich habe vergessen. Ich habe zwar die Zeit aufgeschrieben, aber habe vergessen, den Timer zu starten. Ich benutze nämlich jetzt ein... Ich benutze ja gerade ein anderes Aufnahmeprogramm. Da gibt es keine Zeit. Aber es macht nichts. Das ist okay. Tschüss, Bram. Kannst gerne gleich wiederkommen. Hätte ich nichts dagegen. Jo. Nutzpflanze ist ready. Das ist kein Problem. Ach, dieser Riesenkürbis. Na gut. Warum eigentlich nicht? Genau, 60 war das, was ich haben wollte. Ja, gehen wir nochmal eine Runde pennen. Auch wenn ich jetzt aktuell es eigentlich nicht brauche, aber vielleicht hilft's ja. Ist vielleicht auch nicht so schlau, in die Nacht zu schlafen. Es regnet nicht, oben rechts gibt es keine Pilze und ich kann auch nichts pflanzen. Ich kann nur abernten und hoffen, dass ich bald mal ein paar Fliegenpilze krieg. 3 Stück. Ah, hätte ich keine Suppen gekocht. Das ärgert mich jetzt. Na gut, macht aber nichts. Dann ist das so. Muss ich mit den Konsequenzen leben. So, Schäfchen natürlich füttern. Hier läuft alles gut. Das ist supi. Saatgut habe ich auch keins mehr. Ich könnte eigentlich mal die Lilly rufen, aber brauchen tue ich sie jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, ich habe ja alles, was ich brauche. Super. Der will bestimmt noch was, dass ich was für einen Koch, oder? Akko, bald wird das größte große Mara-Rennen anfangen. Ah, stimmt. Was ist das?
Das ist das größte Pirat, das ist der größte Piratenwettbewerb. Ein Superschnellrennen mit einem steilen Preis. Golden Schwein. Tönt sehr gut. Hört sich gut an. Nur, ich brauche Hilfe. Wir brauchen eine coole Piratenflagge, aber ich habe keine. Ich kann eine Flagge aus Dayland-Baumwolle machen. Danke, ich möchte, dass er deutlich frech und scharf aus. Deutlich frech und scharf. Wie wir so ein neues Rezept bekommen. Stimmt. Eine Piratenflagge können wir ja auch noch machen. Werkstatt. Dann haben wir sie auch fast fertig hier. Das eine fehlt noch. Wolle und Faden. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben keine Wolle. Die können wir bei den Angst holen. Aber die Moon bringt uns jetzt erstmal nicht zu den Angst. Oh, schon wieder so eine Quest, die stackt. Na gut. Kann ich das irgendwie anders da machen? Ich meine, weißt du was? Ich mache jetzt mal, ich probiere eine Sache aus. Ich habe ja zwei Schafe. Ich lasse die jetzt mal hungern, dass die ausbrechen und dann will ich ein Schaf mal irgendwie anders da bearbeiten. Vielleicht reicht sie ja, wenn ich die einfach nur mit der Axt oder so benutze, damit die halt Wolle geben. Ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, wie ich Wolle kriege, oder ich stecke die mit der Fackel an. Ist natürlich jetzt grausam, aber so weiß nicht, ob es funktioniert. Oder verkaufst du das vielleicht? Nein. So, für die Piratenflagge brauche ich nämlich Wolle. Schafswolle. Wenn ich die Moon rufe, bringt die uns aber zu einem anderen Planeten. Und da kann ich jetzt von den Angst keine Wolle kaufen. Ich kann leider auch nicht auswählen, in welchen Planeten sie reingeht. Das ist nämlich das Problem. Die bringt uns nämlich so lange zu diesem Planeten, bis wir damit fertig sind. Und dann bringt die uns später zu den Angst. Und deswegen kann ich eigentlich nur hoffen, dass ich jetzt diesen Explosionstrank kriege. Dass ich bald, dass ich mit dem Planeten dann auch durch bin. Also mit dem Versteck vom Goliath. Ich weiß, ich tease euch einige Runden damit. Aber das ist jetzt das Problem, was wir haben. Und der Locke verkauft den auch nicht. Sonst hätte ich das ja ein bisschen skippen können. Es ist wirklich nur dieser Fliegenpilz. Und der kommt jetzt nicht. Jo. Könnte natürlich mal probieren, ob es vielleicht die Lilly macht. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Ich hole jetzt mal die Lilly und guck mal, ob die mir diesen Fliegenpilz verkauft. Das wäre super. Aber ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Saatgut an sie kaufen, von ihr kaufen und Pflanzen an sie verkaufen. So, wo habe ich denn noch Pflanzen? Okay, okay, okay. Ja, ich habe Blumen eigentlich. Es gab einen Batzen. Muss man sagen. Nein, nicht zerstören, bist du verrückt. Die waren teuer. So. Wunderbar. Supi. Gut, die Lilly verkauft die mir nicht. Ich habe auch keine Köder mehr. Hätte ich eigentlich vom Bram welche kaufen können. Jo, die beiden oder halt Pilze. Das ist das, was wir jetzt ein bisschen brauchen. Ich habe jetzt aber auch keine Lust irgendwie, wie gesagt, sage ich jetzt auch schon, da jetzt was zu skippen.
So, na gut. Ich will noch ein paar Bäumchen pflanzen. Ich habe jetzt aus Versehen ein paar Steineichen abgesetzt. Aber das macht eigentlich nichts. So, zwei habe ich abgeholzt. Dann pflanze ich nochmal drei nach. Tut ja nicht weh, ne? Ich will ja auch nicht alles zubauen, was das angeht. Pinien könnte ich noch ein paar anpflanzen. Hier noch eine hin. Bom, du stehst im Weg. Danke. So, ich habe doch bestimmt noch irgendwo einen Brunnen. Ja, hier könnten eigentlich noch ein paar Pflanzen hin, aber... Ja. Ach, das ist schön, wenn es so stackt. Nicht. So, 60, 60. Baumwolle habe ich natürlich jetzt einige verbraten. Ja, gehe ich nochmal pennen. Mehr bleibt mir in dem Spiel auch nicht übrig. Auch wenn es keine Zeit gibt. Das ist ja das Problem. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es regnet. Das ist super. Melonen gleich mal abgrasen. Wunderbar. Jetzt habe ich auch genug. Brauche ich eigentlich nur noch ein paar. Ein bisschen Kohl. Ist eigentlich schon ganz cool. Vielleicht ein bisschen unlogisch, aber eigentlich ganz cool. Dass durch den Regen einfach alles so schnell geht. Einfach nochmal kurz drüber und dann ist es wie gegossen. So, ein Pilz. Hoffentlich mal ein Fliegenpilz. Das wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, wo ist denn das Pilzchen? Ich muss sowieso warten, von daher kann ich einfach ein bisschen absuchen. Ja, ein Fliegenpilz. Super, ich brauche noch zwei. Und dann geht's endlich los. Vielleicht kriege ich das im nächsten Part hin, aber ich will mich da nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Weil sonst wird das nämlich eklig und das will ich nicht hier permanent teasen. Also langsam würde ich auch schon gerne auf diesen Planeten hin, weil ich euch halt die ganze Zeit irgendwie gefühlt vorenthalte. Und von daher... So, Locke, was hast du denn? Oh, Onkel Locke, was ist das für ein Geruch? Dies ist vom alchemistischen Kessel. Erscheint, es klappt. Es scheint, es klappt schließlich. All was? Die Alchemie ist eine Wissenschaft der Umgestaltung eines Materials in andere. Toll! Lass mich es dir zeigen. Bring mir das Gold. Warum? Es ist Ziele... Och nee, jetzt brauchst du drei Goldbarren. Super. Super. Warte mal, verkauft der nicht auch Gold? Bin ich mies, ne? Na gut. Hier ist das Gold. Hier ist das Gold und der Kessel ist fertig. Lass uns... Und wir bekommen... Stroh. Ja, und stellst du dir vor, was passieren wird, wenn wir das Stroh ins Gold verwandeln? Kannst du es nicht tun? Nimm das. Deine wolligen Schafe werden sie mögen. Aber... Der hat uns jetzt ein bisschen abgezogen. Ja, da kann ich dir... Stimme ich dir voll und ganz zu, Arco. Ich käme mir da auch verarscht vor. Der hat uns nämlich veräppelt. Und hat nämlich Stroh in Gold verwandelt. Andersrum. Gold in Stroh verwandelt. Ah, dieser Halunke. Hm.
Na gut. Ja. Supi. Ja, sieht gut aus. Wenn wir noch einen Fliegenpilz finden, dann sehe ich positiv. Für unser Besuch auf den nächsten Planeten. So, Kohl noch. Hier mache ich auch nochmal einen Kohl hin. Und dann haben wir auch bald die Marke geknackt. Gut. Ja. Ein Fliegenpilzchen fehlt uns noch. Und dann geht's rund. Mache ich aber nicht mehr in diesem Part. Zumal ich immer noch nicht weiß, wann ich den nächsten Fliegenpilz bekomme. Wenn ich den Explosionstrank habe, dann passt das. Wunderbar. Supi, supi dupi. Regen! Auch nicht schlecht. Können wir wenigstens hier... Ah, hier gibt es noch einen Pilz, hier gibt es noch einen Pilz. Wenn es jetzt ein Fliegenpilz ist, dann gucke ich mal, wie der Timer steht und überlege, ob ich da nochmal hin soll. Gesagt, getan. Wir sind bei 14 Minuten. Nee. Ich mache den Trank, das ist kein Problem. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Entschuldigt. Wunderbar. Jetzt will ich den Regen noch ein bisschen über die Felder lenken. Schon mal gesagt, dass ich das eigentlich sehr cool finde, dass man hier die Regenwolken kontrollieren kann. Das ist echt geil. Das ist richtig coole Idee. Gefällt mir sehr. Super, das läuft auch. Hier nochmal Regen. Ich meine, wenn der Regen schon da ist, müssen wir den auch eigentlich auch komplett benutzen. Ah, nee. Ist weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ein paar Beeren mit. Nein, die sind weggeploppt. Aber die Kirschen nehme ich noch mit. Na, ist egal, wir haben von allem genug. Davon brauchen wir jetzt gar nichts mehr. Ich wollte was zum... So, da haben wir jetzt auch die 60. Das bedeutet jetzt noch ein bisschen Möhrchen. Wunderbar. Ich würde sagen, machen wir den Part ein bisschen kürzer. Ne? Und dafür dann im nächsten Part das große Abenteuer mit Moon und Akku. Macht's gut. Ciao mit V. Oh, nee. Das nehme ich noch mit. Komm. Die Ganoven. Na komm her. Böse Monster. Böses. Mach Sitz. Sitz. Aus. Yes. Supi. Boah, jetzt aber. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt nennen soll. Wo willst du denn hin? Hat sich total verfranst. Gut. Nein, warum esse ich eine Karotte? Ich habe doch diesen Ankmais. Davon habe ich am meisten. So, bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.